Hallo, die Babys sind jetzt 5 Tage alt und ich musste auch meinen Stall sauber machen. Da hat meine Tochter hier diesen Spielplatz eingerichtet für die Babys und für die Mutti, dass ich in Ruhe den Stall sauber machen kann. Die Sachen, die hier liegen, die sind alle selber genäht von meiner Tochter, speziell für Meerschweinchen als Kuschelsachen. Und die Babys dürfen die jetzt hier benutzen. Sie sind natürlich noch sehr schüchtern. Im Stall sind sie schon ein bisschen lebhafter mit 5 Tagen. Aber die Mutti selber ist ja auch sehr schüchtern. Und ich denke mir, das spiegelt sich dann bei den Babys auch wieder. Und der Muttis Bauch ist natürlich noch am schönsten. Die Mädchen sind am frechsten. Also ich habe ja 2 größere Mädchen dabei. Und die fressen schon richtig. Also das ist hier vorne zum Beispiel ein Mädchen. Also die lässt sich dann schon schmecken. Sie gedeihen wunderbar, haben schön zugenommen, also kein Sorgenkind mehr. Das Mini, das legt auch schön zu. Also bin sehr zufrieden, sehr entspannt. Wir füttern natürlich noch zu. Der eine mag mehr, der andere weniger. Also das Mini-Mädchen nimmt auf alle Fälle die Milch gerne aus der Spritze noch an. Und die 2 größeren Mädchen, die fressen ja schon. Und hier ist das Mini mit den Gänseblümchen. Finde ich ganz süß. Das ist das Mini-Mädchen, was hier die Gänseblume frisst. Schöne Nahaufnahme. Ganz schön nass und stinkt gut. Also, bei uns ist wieder Entspannung eingetreten, eingetroffen. Alles gedeiht wunderbar nach dem Chaos, was wir hatten von der Geburt und danach die 3 Tage. War schon sehr heftig gewesen. So, hier nochmal. Mutti hat sie jetzt so unter diesen Drachen verkrochen. Und ich habe mich beeilt, den Stall sauber zu machen und dass sie dann wieder in ihre gewohnte Umgebung kommen. Da hinten links nochmal das Minimädchen. Es können ja immer bloß 2 an der Zitze sein. Also, wie gesagt, die Babys hier 5 Tage alt und alle gedeihen wunderbar. Und mit diesen Bildern von der Mutti und ihren Babys sage ich dann Tschüss.